Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen mal wieder ein bisschen Star Wars Battlefront 2 bei Nacht. Auf Tatooine und wir spielen heute mal, ich wollte jetzt ein bisschen rumswitchen mit den ganzen Sachen und so weiter. Diesmal mit dem Heavy und wir haben hier die TL-50 am Start. Ist nicht so unbedingt meine liebste Lieblingswaffe von dem Heavy, ist extrem stark auf kurzer Distanz. Aber ich bin echt ein großer Fan von so ein bisschen Allround-Fähigkeiten, sage ich mal, der Waffen. Das heißt, ich bin auch einer, der gerne mal auf größeren Distanzen was abschießen möchte und so weiter. Und daher bin ich nicht so ganz überzeugt davon. Die hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, ist auch eine richtig gute Waffe. Manche werden die wahrscheinlich auch sagen, boah, das ist doch super gut, was hast du denn dagegen? Also ihr seht schon hier, ich mähe da durch. Das war jetzt zwar nicht nur ich, sondern da war auch ein bisschen was von den Teammates natürlich. Aber wie gesagt, ich bin nicht so ganz zufrieden mit der. Ansonsten, MPL ist am Start. Den habe ich ja schon ein paar Mal gespielt mittlerweile. Einsatz bereit! Da sitzt einer in der Ecke. Krieg ich den? Jawohl. Da hat sie mich jetzt nicht enttäuscht, die Waffe. Glück gehabt. Bei Nacht sieht diese Map einfach noch geiler aus, finde ich. Gerade hier diese beleuchteten Stellen sind super. Was natürlich ein bisschen schwieriger alles macht, ist die Tatsache, dass hier viele Leute irgendwo in dunklen Ecken sitzen. Wenn man sich dann hier hinsetzt, dann ist es natürlich noch schwieriger, den Gegner irgendwo entdecken zu können. Da wurde ich aber auch gut beschützt. Meine Güte. Es läuft gerade richtig, richtig gut. Kann ich mir richtig schön vorstellen, dass das hier eine gute Runde werden kann. Aber nicht so. Wir werden natürlich wieder versuchen, einen Helden zu spielen. Wer das sein wird, ich weiß es noch nicht genau. Einfach mal drauf los gucken, wer das sein kann. Oh mein Gott, da hinten sind welche. Habe ich jetzt noch das Ding geworfen? Nein. Okay, irgendwie habe ich was getötet. Ich weiß nicht was, ich weiß nicht wie. Aber irgendwie ist alles explodiert und es hat geklappt. Das ist doch die Hauptsache. So, jetzt auf der Distanz zum Beispiel. Auf der Distanz optimal. Richtig schnell rotzt man da die Gegner um. Hier auf der Bann. Der Typ fällt instant um. Aber dann, wie gesagt, auf größeren Distanzen wird das Ding immer schwächer, wird das Ding immer schlechter. Und dann denkt man sich aus so, hinter mir laufen sie. Ich hab ein Problem. Ich hab ein riesengroßes Problem gerade. Da kommen auch welche irgendwo. Ich bin Schrott. Keiner sieht mich. Oh, da kommt gar keiner. Habe ich mich verhört? Oder sind die irgendwie andere Wege gelaufen? Die laufen hier über mir lang. Kann man da irgendwo hoch? Hey, komm zurück! Wird wahrscheinlich keinen töten, aber vielleicht ein bisschen Schaden machen? Nein. 4800. Doch, jetzt. 160 Schaden. Das ist richtig gut. Ich höre hier einen ATS hier rumsteppen. Ich sollte mal ein bisschen mich versuchen, in Sicherheit zu bringen. Da kommt einer. Ich weiß, ich spiele gerade relativ eklig hier in der Ecke so ein bisschen, aber irgendwie will ich das gar nicht. Ich will ja eigentlich auch nur überleben. Möglichst lange und gut überleben, dass ich hier auch noch ein paar Punkte kriegen kann für meinen Helden, ne? Für meinen Helden fast erreicht. 500 fehlen noch für den ersten Helden, theoretisch. Wenn wir denn einen 600er nehmen. Ich weiß nicht genau, welche ich jetzt in letzter Zeit so relativ häufig mal genommen habe. Jetzt gleich versuchen, mal rauszufinden. Und jetzt vielleicht ein riesengroßer Fehler von mir. Unsere beste Hoffnung ist jetzt der Schrottplatz. Was mache ich denn jetzt? Ja. Dreht man sich einmal kurz zur Seite und schon kommt da einer. Ärgerlich. Aber fast den Helden. Also besser konnte ein Start fast gar nicht laufen. 14 zu 0. Beziehungsweise 13 Kills haben wir. 13 Kills, 13 zu 0. Richtig, richtig gut. Also besser geht's wirklich kaum. Gerade mit den Sachen. Ich bin überrascht. Ich bin sehr, sehr überrascht, dass das so gut geklappt hat. Ich muss auch sagen, da waren richtig lucky Kills dabei. Ne? Wenn man dann mal mit dem MPL irgendwo durch die Gegend geschossen hat. Kill auf einmal gemacht hat da. Das ist natürlich ganz schön glücklich gelaufen für mich. So, den erwischen wir. Ich hoffe jetzt ehrlich gesagt natürlich, dass das Spiel relativ lange läuft und jetzt nicht direkt irgendwie hier beim Schrottplatz wieder abbricht. Das wäre doof. Aber bis jetzt sieht es ja noch ganz in Ordnung aus, ha? Da war noch einer, der war recht low, aber ich kriege ihn nicht. Oh, verdammt. Der wird jetzt reinpushen hier. Das wollen wir verhindern. Der wird nicht reinpushen hier. Der steht hier relativ close rechts irgendwo. Ah, jetzt bin ich eh tot. Der da war das auf jeden Fall. Jetzt war ich aber eh tot. Als der ATS mich gesehen hat, war es vorbei. Seien wir mal ehrlich. So, wir könnten jetzt diese Helden nehmen. Rey und Finn hatte ich sowieso schon letztens mal irgendwann. Bin hier gerade im Überlegen. Hatten wir den Lando schon lange nicht mehr? Macht Lando hier mal wieder die Gegend unsicher? Ich würde fast sagen, Lando und Leia hat man, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Chewie nehme ich auch relativ selten, aber den hatte ich, glaube ich, letztens einmal irgendwann genommen.
Aber in dem echten Modus hier, in dem großen Modus, finde ich Chewie auch nicht so dolle, muss ich zugeben. Bin ja immer so ein bisschen, ich will jetzt ja wirklich durchswitchen. Immer viele verschiedene Sachen nehmen, also, möglichst alles versuchen zu spielen, damit ihr auf jeden Fall auch alles seht. Will halt wirklich ein bisschen Abwechslung drin haben, nicht hier immer irgendwie. Ich könnte jetzt natürlich auch jedes Mal den für mich die beste Klasse nehmen, den Offizier, und dann jedes Mal aufs Neue irgendwie, oh mein Gott. Jedes Mal aufs Neue hier immer mit dem Imperator rumrennen, aber das, ich finde es persönlich relativ langweilig. Jawohl. Das ist eigentlich die beste Fähigkeit von Lando nach diesem kleineren Update, was der mal bekommen hat, dass diese Fähigkeit eine größere Reichweite und so weiter hat. Die ist super. Die ist richtig super. So, und ich weiß gerade nicht, wo ich hin soll. Irgendwie ist es schwer. Ich müsste irgendwo auf eine erhöhte Position mit Lando. Das wäre immer eine ganz gute Sache. Leider kenne ich mich hier zu schlecht aus anscheinend. Das sieht richtig, richtig hübsch aus hier im Dunkel. In der Dunkelheit. Wenn wir das hier überleben, so, hier werfe ich erstmal mal ganz kurz den Sichtschutz hin und guck mal hier könnten nämlich Gegner kommen. Da ist doch ein Held. Aber welcher ist es? Er kommt eventuell sogar hier. Ah, das ist der Imperator. Vom Imperator habe ich natürlich Angst als Lando. Da ist nicht gut Kirschen essen mit dem. Der ist gerade gestorben. Palpatine wurde besiegt. Ja, cool. Jetzt komm, jetzt. Pam, pam, pam. Ah, der ist gerade gerollt in dem Moment. Das ist ja doof. Das ist ja echt blöd. Wusste ich nicht, dass wenn der rollt, dass dann diese Fähigkeit nicht trifft oder nicht tötet. War mir nicht bewusst. Aber die Fähigkeit ist trotzdem super. Muss man sich eigentlich nur auf eine erhöhte Position irgendwo hinstellen können und dann hier... Pam! Dann kippen die auch alle um. Erhöhte Position muss man sich jetzt vorstellen. Man steht wirklich irgendwo weit oben, wo einem nicht gerade... Wo nicht offensichtlich gesehen wird, so ein bisschen ernsthaft? Versteckt eventuell das auch. Ist deine Strategie. Und dann schlägt man mit der Fähigkeit mal zu. Sehen. Das ist nur der. Ist hier wirklich gar keiner? Ich bin keine. 62 Gegner noch. Lando ist auf dem Weg zur absoluten Vernichtung. Oh mein Gott, wo ist denn der? Ah, zur absoluten Vernichtung des Imperiums, wollte ich sagen. Die eins haben wir verloren schon. Nicht unbedingt sehr schlimm. Hier könnte ein AT-ST-Designer aufpassen, gerade bei dieser Kreuzung. Das ist häufig der Fall. Oh mein Gott, die drücken einem aber auch echt immer gut. Man muss mit Lando verdammt schnell und gut drauf aimen. Und hier ist ein Vader. Hier ist ein Vader, der, wenn er sich jetzt hier reinkämpft, dann schnappe ich ihn mir. Dann hole ich ihn mir. Hier ist noch irgendwo ein Gegner, Mann. Ich habe Angst. Ich habe ganz große Angst. Hier ist irgendwo ein Gegner richtig, richtig close bei mir. Hä? Links von mir, da hinter der Wand irgendwo, okay. Yes, den haben wir. Okay, ich wusste nicht, wie viel Leben der noch hat. Das reicht niemals, um den zu holen. Lando, renn! Roll dich um dein Leben! Und jetzt ist hier ein AT-ST, okay. Ich werde versuchen, meine Lando zu retten, gerade kurz für den Moment. Und jetzt von der anderen Seite nochmal zu kommen. Sei vorsichtig da, Kollege. Da ist ein AT-ST. Ich habe dem Vader gut Schaden gemacht. Allerdings, ich wollte natürlich... Boah, das sind ja beide AT-STs jetzt. Das wird ja übel. Vielleicht stun einfach mal alles, was hier so drinnen steht. Der Form. Okay, den hat es irgendwie nicht erwischt, komischerweise. Ah, da ist noch ein Held drin, ne? Vielleicht lohnt sich das jetzt auch mal hier. Todesmutig stellt sich Lando dem AT-ST hier entgegen. Und trifft nichts. Aber jetzt. Jetzt macht Lando es. Okay. Wir haben sie alle besiegt. Okay, ich höre noch immer einen Vader. Und da hinten kommt schon wieder ein neuer AT-ST hier aus dem Werk. Aus dem Werk auf Tatooine. Oh, da ist glaube ich noch ein Bosk drin, ne? Und ein Imperator auch noch. Na, den Bosk haben wir gerade ganz, ganz deutlich gesehen. Oh, der Palpatine? Jawohl, den haben wir erwischt. Komischerweise haben wir irgendwie keinen Assist bekommen. Oh nein, jetzt, ich glaube, wir werden draufgehen, oder? Der AT-ST hat richtig, richtig, richtig auf uns geschossen. Ganz, ganz übel gelaufen. Wir sind aber auch echt schon lange am Leben, muss man zugeben. Ich müsste echt nur wissen, wo man hier diesen Treppenaufgang hat. Ich kenne die Map nicht gut genug. Was jetzt? Naja, keine Chance, da irgendwo hinzukommen. Ich müsste doch hier, irgendwo muss man doch hier hochlaufen können. Oh, startet einfach ein Speeder rein ins Spiel. Da hat man auch wenig Chancen als Held. Ich versuche nochmal hier so ein bisschen außen rum zu latschen. Gut, dass da gerade die Ray diese Aufdeckfähigkeit gemacht hat. Ich wäre da voll reingerannt gerade in die Gegner.
Piss loyal, das respektiere ich. Sagt der Richtige. Das sagt der Richtige, so. Elva Streak, damit ist es auf jeden Fall schon mal kein komplett gewasteter Held. Ich habe ja immer so ein bisschen den Leitsatz so von wegen, ach, 10 Kills wären schon ganz gut als Held, so. Dann geht man wenigstens nicht so als totale Lachnummer raus. Ist natürlich auch so, dass ich das nicht immer hinkriege. Also manchmal hat man ja auch so Tage, da rennt man einfach direkt in alles rein. Jetzt hier auch gerade so viele ATSTs auf den Straßen und so. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn man dann da direkt stirbt. 15 Truppen noch. Und wir sind immer noch als Heldenkiller Lando ganz gut unterwegs hier. Bossk haben wir erwischt, ja. Wir haben Bossk. Und jetzt haben wir ihn auch. Sehr gut. Also diese Schockladung, die der gute Herr Lando hat, die ist sowas von gefährlich. Ah, da steht noch ein ATS, wie ich sehe es. Wenn der jetzt hier hinschießt, habe ich ein Problem und er macht es. Hier 6 Leben noch. Ich will eigentlich diesen Helden da noch pushen. Diesen Helden, der hier noch ist. Und den haben sie schon. Den haben sie schon, meine Teammates. Liebe Leute, dann gehen wir jetzt den da holen. Nein, Lando, geh nicht unter. Nein, Lando, duckt nach. Ach, schade. Ich hätte auch einer fehlt noch jetzt. Einer. Jetzt haben wir gewonnen. Lando muss ihn noch abdanken. Lando gibt einfach alles für den Sieg. Ach, ärgerlich. Aber war trotzdem ganz cool, mal wieder als Lando unterwegs zu sein. Übrigens, liebe Leute, heute kommt wahrscheinlich noch eine Folge raus. Ich habe nämlich gemerkt, dass sehr viele Leute sich absolut gar nicht für diese Fliegerfolgen interessieren, für die Starfighter Assault-Folgen. Ist auch gar nicht so schlimm. Aber dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt Starfighter Assault spielst, dann haust du auch zeitgleich nochmal so eine andere Folge raus. Deswegen werden wahrscheinlich heute 2 Folgen kommen. Wenn nicht, dann habe ich mir das anders überlegt in dem Moment. Aber ich glaube es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, es kommt dann auch noch eine Starfighter Assault Folge raus. Oder sie kam schon. Eins von beiden. Ist ja auch egal. War gar nicht Thema oder sowas. War eine ganz coole Runde mit Lando in der Nacht auch noch. Und das alles mit dem Heavy. Hat ganz schön geklappt. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß gehabt beim Zuschauen. Und ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr denn beim Heavy so gerne spielt. Was ihr da mir empfehlen könnt oder sonst irgendwas. So, liebe Leute, dann war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.